angefangen jetzt in den Sommerferien letztes Mal und da habe ich angefangen täglich einfach nur ein Foto hochzuladen. Also täglich irgendwie versucht zu stylen, gute Klamotten, schön hinstellen, professionelles Foto und bearbeiten, hochladen und irgendwie die Menschen dazu bringen, ihre Freunde dazu zu bringen, mein Bild anzuschauen. Also markiert so und so viele Personen und ich mache das und das oder irgendwas in die Richtung. Ne? Und das habe ich die ganzen Sommerferien durchgezogen, 6 Wochen, jeden Tag ein Foto. Und hatte dann eine Reichweite von, ich weiß es nicht, vielleicht 20.000 oder so. Dann ging es halt weiter, ich habe Fantreffen gemacht, viele. Heißt, ich habe mich mit anderen zusammengetan und pro Person waren dann 10 Fans oder 25 Fans da. Im Endeffekt nichts, aber wenn wir dann zu 5, 6, 7 waren, war da schon eine gute Menge an Menschen. Ja, am Abend noch gedreht, bin ich aufgewacht, habe direkt das Video geschnitten und währenddessen, ich habe nicht mal gefrühstückt, ich habe es direkt geschnitten. Muss dann die Tonspur dazu eben noch aufnehmen, weil es eben kurz war, muss ich drauf sprechen. Also habe das Video gesagt, das ist ein Stummvideo, ich mache was in dem Video und spreche dann oben drauf. Mhm. Und habe das bis gerade geschnitten und bin jetzt hierher gefahren. Im Auto habe ich weiter geschnitten. Okay. Das war alles heute. Das ist nach dem Interview, will ich ins Auto gehen, im Auto fertig schneiden, wir werden nach Hause fahren, werden so gut es geht, das Video fertig kriegen bis 16, 16.30. Das Video uploaden, dann muss das Video promoted werden. Heißt, die erste Stunde ungefähr ist extrem wichtig von so einem Video. Das heißt, ich werde auf Instagram live streamen, ich werde es in meiner Snapchat und Instagram Story zeigen. Ich werde unter dem Video die Kommentare liken, damit sie sich dann nochmal auf das Video klicken. Also bei meinen Fans, kommt es gut an, wenn ich wirklich Spaß dran habe einfach. So, wenn ich Spaß dran habe, dann teilen andere Menschen meinen Spaß. Das ist so. Also, wenn. Angenommen, ich habe Spaß daran, werden andere Menschen auch daran Spaß haben. So. Wenn ich aber viele Klicks machen möchte, also viele neue Menschen erreichen möchte, dann muss ich das machen, was gerade sehr interessant ist. Es ist nicht nur, dass ich mit einem Video in einem guten bis zu 500.000 Menschen ganz einfach erreiche, sondern auch noch 500.000 Menschen, die sehr, sehr viel von meiner Meinung halten.